reagiert dann auf den Spukball mit seinem Psyana. Was mich wundert, es war schneller, das heißt, es muss auch gescarft gewesen sein. Ich gehe auf den Flammenwurf, einfach egal, ob er gewechselt hat, außer Fiaro, Flammenwurf tut weh. Leider reicht er nicht, aber er bekommt natürlich den Burn, da habe ich mir so gedacht. Weißt du was? So, meine Freunde, es geht mal weiter mit einem schönen Oras Wi-Fi Battle. Und zwar gegen den Lenovo. Der wird auch in der Beschreibung verlinkt sein. Er hat nämlich einen Bisa-Bot, Tauschbazar, wie ich ihn auch habe. Und er hat einen YouTube-Channel, der zwar nicht so bekannt ist, aber er ist ein guter Wi-Fi-Spieler. Das habe ich in dem Kampf gemerkt. Das wusste ich auch schon vorher, weil ich ihn schon ein bisschen kenne. Deswegen, meine Freunde, gehen wir direkt zum Team-Preview über und starten auch bei ihm. Er fängt, leadet mit seinem Turbuts, ja, mit einem Turbuts, ja, da wird schon der gute Glabber Sun, wohl gut freuen, ne, hier, der mag ja Turbuts so sehr, geht weiter auf einen Rotom Wush und folgt dann mit dem Selfie. Hätte er jetzt noch einen Vesprit dabei, hätte er das komplette Seen-Trio. Hat er leider nicht, ziemlich schade, aber wäre eigentlich eine coole Idee gewesen, mal so ein Trio-Team, Trio-Team zu sechs, ha, ja genau. Geht auf jeden Fall weiter mit seinem Fiaro zu dem Dragoran, folgend von einem Psyana. Mein Team-Prio, da kann ich natürlich mal wieder mehr dazu sagen als zum Gegner, ne, also ich merke mir das ja nicht, was der Gegner hat, das sehen wir dann alles im Kampf, ab und zu merke ich vielleicht eine Kleinigkeit, aber das ist ja wirklich nur so minimal, ja. Von daher. Ich leade mit meinem Zapplerang. Mixed Offensiv, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Und tragend die Offensivweste. Kann natürlich auch physisch Offensives sein, aber ich glaube, es war das Mixed Offensiv. Werden wir bestimmt im Kampf noch merken. Weiter geht's dann mit dem Beulenhelm Wisher Marmolida. Folgend von einem Überresten tragenden, wischenden und protectenden, aromakurisierenden Florges, das auch noch die Mondgewalt kann. Ja, ihr habt die Attacken alle gehört. Weiter geht's dann noch mit meinem Forsaker, das die rote Karte trägt. Hauptsächlich dazu, um Steine auszulegen. Standard-Set halt. Also außer die rote Karte, die hat es von mir bekommen. Ne. Ich gehe dann noch weiter mit dem guten Cesurio, das auch schon mich gut reinhauen kann, weil Cesurio einfach geil ist. Und dann halt noch mein Scarface Gelabra. Live auf Cesurio habe ich vergessen. Deswegen würde ich sagen, der Kampf geht los. Bis zum Kampf. Gut, der Lenovo schickt natürlich seinen Turbuts raus. Schickt den guten Glabberstun in den Kampf. Ich gehe auf meinen. Ja, das sollte das Mixed-Offensive sein. Er geht auf den Abschlag, der relativ weh tut. Schnattscheine offensiv, er ist gut, Schlag richtig. Aber dann gehe ich auch auf den Abschlag, der ihm natürlich noch mehr weh tut als mir. Damit ist sein Fokusgurt weg. Gut, das war jetzt ein bisschen unnötig mit dem Fokusgurt, ja, aber trotzdem. Er geht auf den Zen-Kopfstoß, der mich nicht umhaut. Ich gehe wieder auf den Abschlag, der ihn natürlich umhaut. Und damit gab es ein 1-0-Kill für Zapplerang und gegen Turbo. Das war schon ziemlich cool, ja? Also hier, hat schon gut reingehauen. Aber das war's dann, Flutsch. Ich rufe ihn erstmal zurück und gehe auf mein Skelabra, weil ich halt mit der Feuerattacke gerechnet habe. Leider kam die Kehrtwende, aber ich meine, sie ist nicht sehr effektiv. Und wenn sogar ein Skelabra so eine Attacke tankt, ja? Und zwar so megamäßig tankt. Dann ist die Attacke echt scheiße gewesen, ne? Sorry, Lenovo, aber ich meine, es war eine Kehrtwende auf den Skelabra. Aber gut, er geht dann auf den Spukball mit seinem Psyana. Was mich wundert, es war schneller, das heißt, es muss auch gescarft gewesen sein. Ich gehe auf den Flammenwurf, einfach egal, ob er gewechselt hat, außer Fiaro, Flammenwurf tut weh. Leider reicht er nicht, aber er bekommt natürlich den Burn, da habe ich mir so gedacht. Weißt du was? Opferst du nicht dein Skelabra, okay, gut, das war mein Fehler. Ja, opferst du nicht dein Skelabra, gehst auf die gute Lucy, weil du vielleicht mit der Psycho-Attacke, rechnest. Er geht wieder auf den Spukball, weil ich gedacht habe, oh scheiße, stimmt, er kann ja nur gescarft sein. Aber gut, der Burn erledigt dann natürlich jetzt hier auch den Rest und damit war's das mit seinem Psyana. Das war gut getucktickt hier, ich stehe schon 2-0 für mich, ich muss sagen, was ist da mit mir los? Er geht auf seinen Rotom Wash. Und ich rufe meine Lucy zurück, weil mir die Irrlicht doch zu riskant war. Geh auf meinen Stall. Und da kam die Irrlicht. Die Feuersbrunst, die mich verbrennt. Genau, die kam. Die Feuersbrunst, die mich verbrennt. Genau. Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall holt er seinen Rotom zurück und folglich auf sein Fiaro. Was natürlich klar war, ja. Ich gehe erstmal auf die Steine. Ja, die waren natürlich auch mega obvious, weil Forsaker ohne Steine wäre kein Forsaker. Ich bekomme natürlich dann Burn-Schaden. Denk mir dann so, Stein zurück. Geh auf mein Skelabra wieder, weil ich jetzt wieder mit der Feuerattacke gerechnet habe.
Aber es kam leider der Sturzflug, der dann das Ende für mein Skelabra bedeutete. Skelabra, du hast da nicht viel in dem Kampf gerissen, aber du hast ein Pokémon quasi indirekt besiegt, weil du mit dem Burn besiegt hast. Das heißt, es ist gute Arbeit. Als nächstes schicke ich dann wieder meine Lucy in den Kampf, weil ich eh schneller sein werde, dachte ich, am Arsch. Aber ich meine, hey, hätte er eine Feuerattacke gemacht, wäre ich mit dem Tiefschlag schneller gewesen. Der Sturzflug wird mich nicht umbringen, ja, macht ihm noch Schaden. Und von daher geht mein Tiefschlag jetzt ins Galera. Ja, das war, hieß dann für mich, Lucy, komm zurück, das bringt dir so alles nichts. Und geh wieder auf mein Flutschi-Dutschi-Butschi-Du-Ditschi-Du-Ditschi-Du-Du. Er geht wieder auf den Sturzflug. Damit opfere ich meinen Zapplerang, aber er bekommt mehr Schaden, als er mir macht. Von daher konnte man mit dem, aber naja, ich habe meinen Zapplerang verloren. Und Zapplerang ist eigentlich in fast jedem Kampf, in dem ich dabei hatte, so eines der wichtigsten Pokémon in der Rolle, ja, weil es einfach gegen alles irgendwas machen kann. Aber gut, ich schicke dann als nächstes einfach mal einen Fisch. Danke an den Captain Quinch für diesen Fisch. Ja, ein Fisch, der ist so fischig, so. Ah! Ja. Er geht auf den Sturzflug, der Beulenhelm-Schaden plus Rückstoßschaden bekommt. Und ja, ich gehe auf den Siedewass, aber der hat echt eine Menge Schaden gemacht, fällt mir so auf. Das war echt krass. Und dieses fucking Fiaro überlebt einfach. Aber gut, entweder wird das jetzt ein Double-Kill oder halt nicht, ja. Aber ich meine, der Sturzflug, der haut echt richtig rein. Und das ist ein Marmolida, ja. Ein Marmolida hält einiges aus, muss man schon sagen. Muss man ernsthaft sagen, es hält einiges aus. Also dieses Fiaro hat echt Schaden, ja. Besser als die Kehrtwende vorher, ne? Gut, ich gehe auf den Wunschstrom, weil ich mit gerechnet habe. Ich werde eh nichts mal einsetzen können, weil er wieder auf irgendeine Attacke geht, die ihn halt kaputt macht. Oder er hätte Ruheort gemacht. Gehe dann auf meinen Wunschstrom, heile mich dann hoch, beziehungsweise heile ich mich hoch? Heile ich mich hoch? Nein, ich switche aus! Okay. Dann gehe ich ja auf die Lucy, da war ja was, die nämlich jetzt hochgehalten wird, weil jetzt kommt nämlich ein Lichtschild. Und ich meine, hey Leute, ihr seht es, es ist ein Lichtschild. Spezielle Attacken, ja, und ich greife physisch an mit meiner Lucy, die jetzt dann wieder voll geheilt ist. Gehe auf den Sword Dance, booste mich nochmal hoch, falls jetzt wieder nämlich ein Reflektor kommt. Ja, aber gut, er geht auf diesen scheiß Gene. Hätte ich einfach direkt einen Abschlag gemacht. Nein, er geht auf den Gene, ich gehe direkt auf den Abschlag danach, der natürlich jetzt sein Safe umhaut, mein plus 2. Ja, aber ich werde natürlich jetzt einschlafen, was, naja. Ist nicht so geil, aber Lichtleben geschnappt, ne? Nochmal Live-Orb Schaden und gute Nacht. Aber was soll's, schlaf ich halt eine Runde. Er geht auf seinen Dragoran. Ich meine, es hat die Multischuppe weg, ja. Aber gut, er geht auf den Drachentanz. Und ich hoffe einfach aufzuwachen und drücke auf den Abschlag wie ein Bekloppter. Aber ich schlafe. Ja, ich hab da drauf geguckt, wirklich so... Aber es hat nichts geklappt, ne? Dann geht er natürlich auf den Erdbeben, ein Drachentanz-Erdbeben. Der haut mich natürlich um. Ja, ich hätte vielleicht den Tiefschlag nochmal versuchen können. Aber ich dachte mir, ne, ja, ich weiß nicht. Geht dann auf mein Landkind. Ja, mein Landkind. Mein kühnes Florges. Er geht auf den Erdbeben, den wir gut wegstecken. Ich gehe auf die Mondgewalt. Die auch akzeptablen Schaden macht. Aber dann merkt man, dass das Dragoran ein Investment haben muss, sonst klappt er. Es muss ein Investment haben, sonst läuft das nicht. Aber jetzt steigt sein Angriff einfach in die Höhe. Der Angriff steigt und steigt und steigt. Das ist echt matt. Ja, aber ich meine, ja, dadurch belebe ich den Erdbeben jetzt nicht mehr, weil dieser Angriff wieder gestiegen ist durch den Schwächenschutz. Das heißt dann auf Wiedersehen, Florges. Und es war noch ein Critical. Ich meine, er hat nicht unbedingt gemattet, weil der sowieso gereicht hätte, aber er hat gemattet in dem Sinne, weil es einfach ein Crit war, der nochmal extra reingehauen hätte. Aber gut, ich gehe wieder auf meinen Forsaker. Er geht wieder auf den Erdbeben. Und ihr seht, das ist ein Forsaker und das macht Schaden, meine Freunde. Der Lenomo, der weiß schon, wie es geht, aber die rote Karte schickt ihn zurück. Damit ist sein Boost wieder weg, was ziemlich gut ist. Aber ich meine, jetzt kommt ein Rotom. Und was will ich mit einem Forsaker anstellen? Ich glaube, Forsaker war mein letztes Pokémon. Ich glaube, ja, deswegen mache ich einen Steelkill. Wenn nicht, dann war es nicht mein letztes Pokémon. Oh ne, laut der Rundenanzahl war es nicht mein letztes Pokémon. Diese Explosion einfach, meine Freunde. Es hat einfach nichts geraped. Nichts. Rein. Gar nichts. Aber gut, ich gehe... Ach, ich habe ja noch meinen Fisch. Ja, mein Fisch. Er geht auf die Toxin, die ich abwehre, was ziemlich gut ist. Gehe auf den Abschlag, der ihm keinen Schaden macht. Aber hey, Titrubeere ist weg. Er geht wieder auf den Toxin und diesmal trifft er. Er hat getroffen. Echt mies, echt matt und so weiter. Aber gut, ich gehe auf den Abschlag. Einfach damit ich ein bisschen Damage noch mache, damit ich mit Ehre sterbe. Ja, weil ich meine, speziell defensives Marmolida
ihr seht's. Und damit, meine Freunde, haben wir diesen Kampf leider, leider verloren. Lenovo ist echt ein guter Kampf, also wirklich GG, muss ich sagen. Wir sehen uns dann einfach im nächsten Kampf. Wie gesagt, in der Beschreibung findet ihr seine Kontaktdaten. Ihr findet meine Kontaktdaten. Wenn ihr gegen mich kämpfen wollt, schreibt in die Kommentare: Hey, ich will einen Kampf. Haben schon zwei Leute getan. Und gegen zwei, habe ich schon gegen beide gekämpft? Weil auf jeden Fall gegen eine Person habe ich auf jeden Fall gekämpft. Gegen die andere Person weiß ich gerade gar nicht mehr. Sollte man irgendwie raussehen. Aber ist ja auch egal, meine Freunde. Wir sehen uns dann einfach das nächste Mal im nächsten Kampf. Bis zum nächsten Mal und ciao, euer K.O.H. Yo, Leute, wenn ihr immer auf dem neuesten Stand sein wollt, wann irgendein Video kommt, egal ob von diesem Kanal oder von meinem anderen Kanal, dann klickt einfach auf einen der drei Icons und abonniert bzw. folgt mir einfach auf den anderen sozialen Netzwerken. Zur Wahl stehen Instagram, Twitter sowie mein anderer YouTube-Kanal. Von daher, folgt und abonniert, was das Zeug hält, damit ihr nichts verpasst, was hier passiert. Von daher, ciao!